Eigentlich müssten es ja die Frauen sein, die sich auf die Socken machen müssten in Bezug auf die Science-Forschung und die Entstehung des Bewusstseinsphänomens aufgrund des theriotisch abgekoppelten Begehrens. Denn sie dürften ja leibhaftig erkennen, wie ungeheuerlich es ist, wie das Leben sich erzeugt und mit welchen Methoden erhält und wie sie durch zunehmende Abkoppelung und Mehrwertstraining dann es immer spaßiger und immer abhängiger finden, diese Aktionen sogar zu profanierten Täuschtauschakten zu machen, all dessen, was sie sich da zumuten lassen müssen, seitdem diese Erfindung der Inneneinnistungen stattgefunden haben und bei Menschen zusätzlich aufgespreizt durch die Notwendigkeiten der Gegenkompensation gegen die Dysfunktionalisierung im afanesischen Mythem.